Uwe. Wir hören Musik von Jacques Offenbach, La Pericola. Choreografiert dieser 5-Minuten-Vortrag von Gabi Wunsch vom SC Einheit Dresden. Ausgezeichneter Wurf. Noch 2 Minuten. Der Zeithinweis ist hier wichtig. Die Konditionsfrage wird bei Ihnen eine entscheidende Rolle spielen nach der langen Zwangspause. Doppelutz, schade, Manuela. Noch 1 Minute.
Einmal doppelter Wurf, Axel. Die letzten Sekunden. Oh ja, dem Weiden wird ein Stein vom Herzen plumpsen. Ich freue mich und Kompliment für Sie, für die Dresdner, dass Sie wieder da sind, denn das war eine schwierige Prüfung heute nach dieser Pause, wieder über diese 5 Minuten vor dem großen Publikum und den vielen, vielen Fernsehzuschauern zu kommen. Nach 3:30 der Sturz der Manuela beim doppelten Lutz. Dadurch wird es sehr knapp werden um die Bronzemedaille zwischen Pestova Leonovic und Maga Beversdorf. Danach dann im direkten Vergleich die amtierenden und die Ex-Europameister. Rodnina Zaitsev und dann Tscherkassowa Schachrai. Maga Beversdorf zum dritten Mal bei Europameisterschaften. 78 vor der Pause waren sie Dritte und auch im gleichen Jahr Vize-Weltmeister. Guter Hohenhaus, Gabi Wunsch und alle in Dresden haben hier wieder sehr gute Arbeit geleistet. Mit viel Mühe und Fleiß haben sie wieder den internationalen Klasseanschluss geschafft. Rechts Frau Hohenhaus. Ja. 5, 3, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 4. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, fürchte ich, um auf einen Medaillenrang zu kommen. Zu wenig, vor allen Dingen von Preisrichter 1, Monique Petit aus Frankreich. 3, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 4. Oh, das wird nicht reichen. Nein, es wird vermutlich diesmal keinen Medaillenrang für ein Sportpaar aus der DDR geben. Danke.